Herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier aus der Stechert VIP Lounge nach dem Heimspiel gegen den SC Paderborn, das mit 3:0 gewonnen wurde. Robert Zillner sitzt neben mir, hat sich noch kurz Zeit genommen. Erstmal danke dafür und Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Die Frage, die uns allen hier natürlich auf den Nägeln brennt, nach dem Sieg in Aue, da hat Niklas Füllkrug 4 Tore erzielt. Was hat er ausgegeben? Hat er schon was ausgegeben? Ja, bis jetzt ist noch nichts gekommen, aber ich denke, der lässt sich da nicht lumpen und lässt noch was springen. Okay, wir bleiben da natürlich dran. Heute Heimspiel gegen den SC Paderborn mit 3:0 gewonnen. Der Gästetrainer André Breitenreiter hat gerade gesagt, über eine halbe Stunde hat es Paderborn gut gemacht. Siehst du das auch so? Ja, man hat die erste halbe Stunde ungefähr gesehen, dass wir uns schwer getan haben. Und dann eigentlich ab dem 1:0 haben wir dann ein paar Chancen gekriegt. Gleich nach der Halbzeit müssen wir dann eigentlich das dritte sofort machen und das wäre vorbei gewesen. Aber haben wir es leider am Leben lassen und haben dann nochmal Glück gehabt mit den 2-3 Kontern, die gefahren haben. Ja. Dann gab es 2 Platzverweise innerhalb von 10 Sekunden, das schon mal erlebt? Ja, es passiert ab und zu sowas, aber es ist natürlich dumm von dem Paderborner Spieler, von dem zweiten, das erste, ob man rot geben muss. Also es war schon eine harte rote Karte, aber naja, Schiedsrichter hat es entschieden. Für uns war es natürlich gut. Ja, wollte ich gerade fragen, wie viel Spaß macht es dann gegen 9 Mann zu spielen? Und hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kapital draus schlagen können? Ja, da steht es dann 3:0, man ist in Überzahl, dann behält man den Ball und schaut, dass nichts mehr passiert. Also ob man dann nur 1 mehr schießt oder nicht, das macht es nicht aus. Jetzt seid ihr offenbar wieder in der Spur, habt 2 Mal hintereinander gewonnen in Aue, jetzt gegen Paderborn. Jetzt kommt die Länderspielpause zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, Fragezeichen. Ist für alle gleich. Also es werden sicher ein paar Mannschaften gewinnen und die haben dann das gleiche Problem. Und das ist für uns kein Problem. Wir trainieren ganz normal die 2 Wochen. Wir haben am Freitag ein gutes Testspiel. Von dem her bleiben wir ganz normal im Rhythmus. Und das nächste Pflichtspiel dann am 25. November beim TSV 1860 München, ein Derby. Was ganz Besonderes, die 60er ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Wie schätzt du die Truppe ein? Ja, die haben ein bisschen Probleme gerade. Ist keine schlechte Mannschaft. Haben, wie immer bei den Löwen, ist viel Trubel drumherum. Schauen wir mal, was jetzt am Wochenende machen. Und ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Alles klar. Vielen Dank, Robert Zillner. Er bleibt natürlich noch ein paar Minuten hier, schreibt Autogramme, steht auch für Fotos zur Verfügung. Einfach zu uns hier vorne vorbeikommen. Und wir sehen uns dann wieder am 1. Dezember. Da brennt dann schon die erste Kerze am Adventskranz. Das ist nämlich das nächste Heimspiel gegen Energie Cottbus. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende.